1:30 heißt nichts anderes als 1 Minute 30 Sekunden. Das sind 90 Sekunden. Für die einen ist das ziemlich kurz, für andere eine Ewigkeit. Die Zeit ist ein ewiges Rätsel, eine schwer zu definierende Dimension. Man hat sie in einen Kreis gezogen, um hierher zu werfen, um sie zu vermessen. In Minuten, in Stunden, in Tage, in Monate, in Jahre. Kreis hat Dieter Kostlik versucht aufzubrechen, umzuleiten, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Wahrnehmung der Zeit sehr relativ ist. Nichtsdestotrotz passen seine gebrochenen Kreise auf die Insel, auf die Verkehrsinsel. Im Vorbeifahren umkreist man sie, fängt sie ein, ohne Anfang, ohne Ende. Und das in 1:30 klarzumachen, scheitert. Was beweist, dass die Zeit nicht reicht. Wenn das ein Trost ist, wir versuchen gerade wenigstens für 1,5 Minuten die Zeit totzuschlagen.